Am Wort Gabriel Obernosterer, Tourismussprecher, ÖVP. Damen und Herren, auf der Tribüne, ja, Frau Bundesministerin, du bist ja auch zugleich nicht nur Umwelt und für Nachhaltigkeit zuständig, sondern auch für den Tourismus. Und wenn man sich das Tourismusbudget anschaut, dann muss ich ganz ehrlich sagen, kann man als Touristiker mehr als zufrieden sein. Die Linie der neuen Bundesregierung, entlasten und weniger belasten, zieht sich voll durch. Eine der ersten Aktionen der Bundesregierung und von dir, Frau Bundesministerin, war ja der Antrag, die Mehrwertsteuer auf Beherbergung, bei Beherbergungsbetrieben von 13% auf 10% abzusenken, was in der Summe für diese ca. 30.000 Betriebe in Österreich ca. 120 Millionen Euro ausmacht. Und ich glaube, es gibt für die Betriebe keine bessere Förderung, als wenn man ihr einfach die Steuerlast im Haus lässt und sie Betriebe selbst damit bestimmen können, was sie machen und was sie damit investieren können. Gleichzeitig ist es aber auch gelungen, das Budget der Österreich-Werbung aufrechtzuerhalten, dass es nicht gekürzt wurde. Wir wissen aber auch, dass es für gewisse Sonderaktionen da oder dort immer wieder auch möglich war, für die Österreich-Werbung auch ein Sonderbudget zur Verfügung zu stellen, je nach Dringlichkeit, was momentan nicht so ausschaut. Aber wie gesagt, das Budget ist gleich geblieben. Weiters wurden die Mittel für die österreichische Hoteltreuhand auch aufrechterhalten. Für die Zinsstützung für die Investitionen, die über die Tourismusbank abgewickelt wird. Das heißt, es ist ausreichend notiert. Und damit können eigentlich auch alle Anträge, die dort eingereicht werden und auch bewilligt werden, damit bedient werden. Und was auch das Finanzministerium betrifft, ist dasjenige. Es ist sogar möglich gewesen, auch heuer im 17. Jahr schon beschlossen, im 18. Jahr einzusetzen, dass die Haftungen für Tourismusinvestitionen, die über die österreichische Tourismusbank abgewickelt werden, von 250 Millionen Euro auf 375 Millionen Euro hinaufzusetzen. Und damit ist für die nächsten 1,5 bis 2 Jahre garantiert, dass dort alle Anträge und für die Betriebe, die investieren, auch abgewickelt werden können. Eins der Hauptthemen ist nach wie vor die Entbürokratisierung, gerade für den touristischen Bereich ganz, ganz wichtig. Viele, viele Unternehmer oder die meisten Unternehmer sagen, weniger Bürokratie ist die nächstbeste Förderung, damit wir uns im Grunde um unsere Arbeit kümmern brauchen und gerade die vielen kleinen Wirte, die ja praktisch alles abdecken müssen, nicht nur hinter dem Schreibtisch sitzen. In Summe kann man sagen, positiv, der Winter ist positiv gelaufen. Mein Vorredner Hauser hatte ja früher den Tourismus schon hier fest in seiner Rede verankert gehabt, hat auch die ITB in Berlin angesprochen, wo wir auch draußen waren, Frau Bundesministerin, muss dazu sagen, es wurde dort auch in den Gesamtösterreich-Stand, der wirklich dementsprechend präsentiert wurde, wie Österreich sich eigentlich präsentieren soll, mit seinen Bergen, Seen und mit seinen Kulturstätten dementsprechend präsentiert, dass es eine Freude war, als Österreich in Berlin auf diesem Stand unterwegs zu sein. In Summe schaue ich positiv in die Tourismuswirtschaft in die kommende Sommersaison. Der Winter war gut und wie gesagt, weniger belasten, mehr entlasten ist die beste Förderung, die der Tourismus nur erfahren kann. Danke vielmals. Die vor wenigen Jahren durchgeführte Umsatzsteuererhöhung bei Nächtigungen von 10% auf 13% nimmt die Bundesregierung wieder retour. Der Tourismus erspare sich dadurch 120 Millionen Euro, so Gabriel Obernosterer von der ÖVP.